Mythos 1. Männer und Frauen können nicht miteinander befreundet sein. Ich glaube, es kommt 99% der Zeit dazu, dass sich einer von den beiden mehr wünscht. Ich würde sagen, es ist nie so eine tiefe Freundschaft wie zwischen zwei Männern, aber ist durchaus möglich. Wir haben heute noch drüber geredet, weil man wird immer in Restaurants vor allem angesprochen, wollt ihr getrennt oder zusammen sein? 50% glauben laut einer Studie nicht an eine Freundschaft zwischen Mann und Frau. 80% haben deshalb ausschließlich Freunde des gleichen Geschlechts. Warum? Moritz hat eine Theorie. Ich glaube, es gibt ja irgendwie so die Theorie, wenn man sich irgendwie attraktiv findet, dann ist es schwierig, dass nie von einer Seite Gefühle sind. Also ja, ich glaube, es ist tough, ehrlich gesagt. Psychologinnen und Psychologen sagen, findet man sich gegenseitig nicht attraktiv, verschwindet der Wunsch nach Sexualität, wenn man zum Beispiel in der Lage ist, tiefgründige Gespräche zu führen. Dann ist eine Freundschaft zwischen Mann und Frau durchaus möglich und Mythos 1 somit falsch. Weiter geht's mit Mythos 2. Beste Freunde sehen sich ähnlich. Thema Interessen, Ansichten, Werte. Da sind sich laut Umfrage 90% der Freundespärchen einig. Doch wie steht's um die Optik? Ich weiß nicht, ob man vielleicht nach so ein bisschen nach aussehen, die Leute auswählt, mit denen man... Ich kenne es nur mit Hunden und ihren Besitzern. Ja, das haben wir schon gehört. Wir sind auch in einer Prüfungsgruppe immer gewesen. Und wir hatten auch am Anfang vom Studium oft auch Masken auf. Und haben auch voll viel immer gesagt, ihr könntet auch für die andere Person in die Prüfung gehen. Ja, mit einem Freund durchaus wurde ich auch, ich kann es selber nicht nachvollziehen, aber auch schon ein-, zweimal verwechselt. Das wollen wir überprüfen, Gregor. Also ich bin nicht, er auch nicht, aber... Gefragt, ob wir Geschwister sind oder so, ist schon durchaus vorgekommen. Reiner Zufall. Forscher der Yale University haben sich des Mythos angenommen und die DNA von Freunden und Fremden miteinander verglichen. Das Ergebnis: Unter Freunden gab es eine so große Übereinstimmung wie beim Cousin vierten Grades. Der gleiche Geruchssinn soll dabei eine große Rolle spielen. An Mythos 2, Freunde sehen sich ähnlich, ist also was dran. Mythos 3. Intelligente Menschen haben weniger Freunde. Das ist doch schön. Die Freuden der Gemeinschaft und Kameradschaft und ganz ohne euren bazillenstrotzenden Atem auf meiner Haut. Aus einer britischen Studie geht hervor, dass sich Menschen mit einem höheren IQ lieber mit eigenen Interessen beschäftigen und so zufriedener sind. Die wenigen Freundschaften, die sie pflegen, sind dafür sehr innig. Mythos 3. Check. Mythos 4. Wer Freunde am Arbeitsplatz hat, ist produktiver. Teils, teils. Also ich finde, wir können schon auch gut pushen, aber auch teilweise gut ablenken. Ist ein bisschen tagesabhängig. Also es ist immer gut, jemanden zu haben, zu dem man auch hingehen will. Ja, vor allem dann kann die Arbeit auch richtig beschissen sein. Aber wenn man Leute hat, die man gut findet, dann kann man sich miteinander aufregen. Ja, ist ja schön. Wenn ich an meine Arbeitskollegen denke und ich arbeite mit denen ich mich gut verstehe, glaube ich, besser zusammen als mit denen ich mich nicht so gut verstehe. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup kam zu dem Ergebnis, dass sich Menschen mit Freunden am Arbeitsplatz dem Team mehr zugehörig fühlen. Die Motivation steigt und führt zu besseren Leistungen. Ein klares Win-Win für Mythos 4. Mythos 5. Die Periode von Freundinnen gleicht sich an. Also ich wohne in einer Mädels-WG und ich glaube schon. Ich glaube, jede Frau kann damit relaten, dass man oft halt krasse Schmerzen hat. Und dann ist man halt gemeinsam am Chillen und dann sagt man halt irgendwie, boah, ich sterbe heute. Und dann sagt die Freundin, ach cool, ich auch. Studien aus den 70er Jahren tendierten dazu, dass sich der Zyklus von Frauen, die viel Zeit miteinander verbringen, wirklich anpasst. Heute spricht die Wissenschaft eher dagegen und hält es für einen Zufall oder viele Zufälle. Mythos 5 ist also nicht bewiesen. Geteiltes Leid bleibt trotzdem halbes Leid.